Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Fromage. In der letzten Folge haben wir hier unsere kleine Bude des Schneiders fertiggestellt. Und ja, ich werde mich jetzt an etwas versuchen, was ich bei Minecraft nie hinbekommen habe. Ich kann nicht versprechen, dass es gut wird, aber ich werde mein Bestes geben. Aber bevor ich das mache und bevor ich verrate, was es wird, mache ich hier nochmal so eine kleine, aber feine Abzweigung für einen Weg hin. Oh. Und zwar so hier, dass der Schneider sozusagen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, auch von, nee, das sage ich lieber nicht, dass der Schneider seinen Hintereingang auch betreten kann. Das klingt komisch. Lassen wir das lieber. Also, dass die Tür hier hinten, beziehungsweise hier unten, die kann dann quasi auch betreten werden. Die hat dann hier auch, hat dann auch einen Weg, so ein bisschen einen Weg hat sie hier noch. Machen wir das am besten so ein bisschen. Und hier ein Loch. Machen wir zu. So, dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Weg, der so ein bisschen ausgetreten ist, der nach hier unten führt und der dann quasi zur Hintertür des Hauses führt und nicht, was ihr schon wieder denkt, ihr Ferkel. So, genau, das haben wir jetzt gemacht und dann würde ich sagen, nehme ich diesen Weg und führe ihn weiter. Und zwar nach hier unten. Huch. Da war irgendwie ein Loch im Boden. Bis hier hin. Also eigentlich ist das schon wieder viel zu weit. Aber ja, es ist zu weit. Es ist zu weit. Ich glaube, das müsste bis dahin. Und theoretisch, ich überlege gerade, ob ich es nochmal einebne. Ja, ich muss es einebnen, damit es auf einer Ebene ist. Ansonsten macht das keinen Sinn, was ich jetzt vorhabe. Ihr könnt es euch vielleicht denken, was wir jetzt hier machen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es klappt, weil wir ja nicht die passenden Blöcke dafür haben. Es fehlen uns ja so halbe Treppen oder irgendwie sowas. In der Richtung wäre schon ganz cool, haben wir leider nicht. Deswegen müssen wir das jetzt so probieren. Und zwar würde ich ganz gerne eine Mühle bauen. Vom Müller eine Mühle. Der wohnt hier unten. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob ich es hinkriege. Wie gesagt, bei Minecraft habe ich es nie hinbekommen. Aber manchmal gebe ich mich auch schon mit etwas zufrieden, was ansatzweise so aussieht, wie es aussehen soll. Deswegen nehmen wir diese Fläche hier jetzt und wir nehmen wieder unseren altbekannten Stein. Und fangen mal hier so an. Machen das vielleicht so. Ich gucke mal gerade. Ja, ich glaube, das passt. Und dann brauche ich einen anderen Stein auf jeden Fall. So. Huch. Ja, das hätte ich gleich benutzen können, aber habe ich nicht gemacht. Okay, dann machen wir das so. Das wird das Mühlrad. Nass. Ah, bin ich wieder abgesoffen. So, hier wird das Mühlrad drankommen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten gestalte. Ich möchte es einerseits eigentlich relativ groß machen, andererseits kann ich es aber nicht groß machen, weil das wieder nicht aussieht. Nee, da machen wir es hin. Ups. So. Lass mich mal hier drauf. Machen wir es so. Ich glaube, ja, vielleicht mache ich es noch eins dicker. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Warte mal.
Lass mich mal hier hoch. Das ist eigentlich ganz gut mit dem Bauen, dass man sich da so hoch teleportieren kann. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Muss man nicht immer hochklettern überall. So, mach mal so. Ja, ich glaube, das kommt ganz gut, wenn das so ein bisschen dicker ist. Wie gesagt, das wird das Mühlrad. Hier in die Mitte muss ich noch den Balken reinmachen. Ja, so. Das Mühlrad betreibt hier drin wiederum ein anderes Rad. Damit man das ein bisschen erkennt, wie ich das meine, machen wir das so. Also das ist gerade im Prinzip das gleiche Rad wie da. So. Nur es ist halt eben gerade gedreht. Geht das? Ja, ich glaube, so kann man es machen. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, das so anzudeuten, wenn man nicht alles Passende da hat. Aber das ist okay. Wir machen immer noch das Beste draus, aus dem, was wir hier haben. Und ich denke mal, es wird okay. Ich denke, es wird okay werden. So. Oh nein, jetzt habe ich den Block weggemacht. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. So, mache ich auch gleich wieder hin. Ich möchte nur erstmal hier, muss ich den Block nämlich nicht wechseln. Hier schön mit Holz auffüllen. Huch. So, dann wird das nämlich hier der Mühlraum oder der Mahlraum, wie auch immer. Okay, so, dann muss ich den einen Block wieder hoch dahin pflanzen. So, und dann machen wir hier eine Mauer. Okay, dann kommt da eine Mauer hin, da kommt eine Mauer hin. Mit dem Fußweg muss ich mir nochmal was überlegen. Das gefällt mir dann wahrscheinlich wieder mal nicht. Vielleicht sollte ich den einfach hier vorne rumführen und dann hier eine Tür reinmachen. Ich glaube, das ist besser. Das wird ansonsten auf jeden Fall noch ein Stückchen breiter, das Gebäude. So, nee, ist noch zu klein. Eins gehen wir noch. Ist falsch. Dahin. So, genau. Machen wir das so. Oh. Dann gehen wir hier rüber. Und von hier aus kommt man dann in diesen Mühlraum. Oder Mahlraum, wie auch immer. So. Das ist ein Tacken größer. So ist, glaube ich, ganz okay. Oh nein, jetzt läuft hier das Wasser rein. Oh, zum Glück haben wir hier nicht das gleiche Problem, wie wir das schon mal hatten. Hier kann ich einfach alles zubauen. Wollte ich ja sowieso machen. So. Okay. Genau, dann haben wir jetzt hier im Prinzip schon mal das Fundament für unsere Mühle gelegt. Und da machen wir natürlich auch gleich weiter. So. Fensterchen hin. Hier an der Seite braucht es kein Fenster. Huch. Das ist irgendwie lustig mit diesen hier drüber Gehopse. Irgendwie wirkt es lustig. Weiß nicht warum, aber auf mich macht es einen lustigen Eindruck. So, okay, da kommt hier über die Tür, kommt so ein, nennt sich das eigentlich, Sturz heißt das, glaube ich, ne? Ein Türsturz? Ich glaube. Ich bin kein Türwissenschaftler, deswegen kenne ich mich da nicht aus. So. Huch. Ja, muss ich eben machen. Passt.
Okay, dann machen wir hier noch eine Reihe drauf. So ein etwas höheres Haus. Nur etwas höher. Nicht zu viel. So, dann da lang. Ich glaube, eine Reihe mache ich noch und dann kommt das Dach. Ich habe eigentlich noch keine so richtige Idee, wie das hier aussehen soll. Ich baue, wie gesagt, immer nur nach Freischnauze. Aber ja, manchmal kann sich das sehen lassen. So, dann kommt hier noch... Bin ich runtergefallen, obwohl ich es nicht wollte, aber ist okay. Kommt hier so dieser Balken. Komm ich nicht mehr hoch. Mist. Ich lasse das mal offen. Ne, ich mach's wieder zu. Egal. So, zu. Tschüss. Dann machen wir hier einfach ein Holzdach drauf und fertig ist der Lack. So, dann arbeiten wir nämlich mal mit einem anderen Material als immer nur mit diesem hässlichen Stein. Der mir eigentlich eh gar nicht so richtig gut gefällt. Aber was will man machen? So. Okay. Ah, oh, das ist so viel. Das ist zu viel hier. Das mache ich nicht. Und den setzen wir auch um. Oh, die Tür mittig. Ja, nicht ganz. Aber fast. Fast mittig. Hä, was habe ich denn da oben gemacht? Wieso fehlt denn da jetzt was? Hä? Huh. Eigentlich wollte ich das so haben. So, und hier gehe ich nochmal eine Reihe nach oben. Fall. Huch. Okay, das passt. Und dann machen wir hier so ein Spitzdach drauf. Müssen wir gucken, ob es überhaupt passt. Weiß es noch gar nicht. Das muss ich von der anderen Seite, glaube ich, machen. Beziehungsweise von oben. Ich probiere das mal von oben zu machen. Ups. So, dieses Dach wird ein bisschen anders als die anderen Dächer. Es wird einfach so spitz. So, hutmäßig. Oh, hier habe ich einen vergessen in der Ecke. Wo ich runtergefallen bin, genau. Ja, klar. So. Treff nicht. Genau, das machen wir so. Das passt ganz gut. Ja, hier wieder einen zu viel gebaut. Der muss weg. So. Fertig. Jetzt falle ich echt hier noch bei dem letzten Rest runter? Was soll denn der Scheiß jetzt? Oh Mann. Ja, ich bin ein wenig, ich gebe es zu, ich werde langsam müde. Liegt unter anderem wahrscheinlich auch an der Musik. Die ist so ein bisschen beruhigend, melancholisch. Und wir haben auch schon wieder spät. Wir haben kurz vor 11 abends. Ein anstrengender Tag mal wieder. Und deswegen ist es eigentlich echt ganz gut, dass wir hier sowas entspannendes Spielen. Oh, ich finde das gut. Also da kann ich echt gut runterkommen. Und kann abschalten, auf jeden Fall. So. Weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Kann ja super bei abschalten. Und kann ein wenig, ja, mich entspannen. Auf jeden Fall. So, genau. Dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, einen großen Betonklotz oder Steinklotz. Wie auch immer man will. Und theoretisch müsste ich jetzt hier irgendwie unter die Decke noch.
das so machen. Das ist quasi dieser Mühlstein hier, beziehungsweise dieses Mühlrad, was wir hier unten jetzt angedeutet haben. Vielleicht mache ich das am besten mal so. Ich kann ja, wie gesagt, keine runden Sachen machen. Aber das ist jetzt hier quasi der Mühlstein. Der wird von diesem großen Wasserrad draußen angetrieben. Und der sorgt dafür, dass hier unten das Getreide gemahlen wird. So oder so ähnlich. Und dann bräuchten wir theoretisch hier noch ein wenig, ja, erstmal ein Fenster, würde ich sagen. Da auf jeden Fall. Das war zu niedrig. Ich mache hier oben drei Fenster rein. So. Dann kommt da über dieses Fenster ein wenig frische Luft rein. Das ist okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, da noch irgendwie noch eine Erhöhung oder irgendwie sowas dran zu machen, aber... Also irgendwie hier oben nochmal so ein Rundlauf, aber... Boah. Den müsste ich dann da oben hin machen. Zwecks der Fenster. Oder ist jetzt die Fenster eins tiefer? Können wir eigentlich auch machen. Was soll's. Da hat man wenigstens ein bisschen mehr Licht hier unten. Und nicht ganz da oben, wo es eigentlich für einen Eimer ist. So, okay. Dann machen wir hier. Huch. Ein wenig so drumrum. Ich sag, dann kann man hier so ein bisschen darum rumlatschen, theoretisch. Und dann hier drüben mache ich die Treppe hin. So, genau. Und dann hätten wir hier oben sozusagen Platz, um irgendwas zu bunkern. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Schwämme. Sehen halt auch aus wie Stroh, so ein bisschen. Getreide. Was auch immer. So. Dann wird das hier oben gebunkert. So ein bisschen. Kann man, glaube ich, machen. Ist zwar dieser komische Schwamm, aber wie gesagt, wir haben ja keine anderen Materialien. Da passt das schon. Das gefällt mir nicht. Ich packe das unter die Treppe. So. Und dann packen wir hier noch in die Ecke was hin. So. Ich denke, das geht. Genau, das ist dann quasi nicht Schwamm, sondern eben, wie gesagt, unser Stroh. So, ich muss mal gerade nach hier draußen gucken. Nicht, dass das Wasser irgendwie weggemacht wird von dem Schwamm. Das wäre nämlich blöd. Aber nein, sieht gut aus. So, wie es eigentlich sein soll. Genau, das ist jetzt halt eben ein, naja, nicht sonderlich hübsches Haus. Man kann hier reingucken. Schön, schön. Ja, es noch gefällt mir nicht so richtig, gebe ich zu. Ist jetzt halt ein großer Klotz, ne? Vielleicht lasse ich mir da nochmal was einfallen, wie ich das anders mache. Weil wie gesagt, so gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich mache hier noch einen Eingang rein, auf jeden Fall. Ja, dann kann man nämlich von hier nochmal reingehen in die Mühle. Und ja. Hier kann ich ein Fenster reinmachen? Ja, theoretisch ja. Machen wir doch auch glatt. So. Dann wirkt sie mir ganz so hässlich. Ich glaube, so ist ganz okay. Das passt. Vielleicht setze ich das Fenster noch eins rüber. Oder ich setze es eins höher. So. Okay, das passt. Und dann, ja, sind wir quasi mit der Mühle erstmal fertig. Ist wie gesagt kein hübsches Haus geworden. Ich habe ja eh immer das Problem, dass meine Mühlen nicht so hübsch werden. Normalerweise macht man eigentlich sowas wie eine Windmühle da draus. Aber ja, hier, das ist halt so eine Wasserradmühle. Aber naja, wie gesagt, ist nicht ganz so hübsch. Vielleicht ändere ich da nochmal ein bisschen was. Vielleicht setze ich das Dach eins tiefer oder irgendwie sowas. Weil so wirkt es jetzt ja so ein bisschen aufgesetzt.
Unten ist nicht ganz so hübsch, aber ja, gucken wir mal. Na gut. Ich suche mir mal gerade noch ein schönes Plätzchen, wo ich mich mal gerade hinstellen kann. Ich kann mich ja nirgendwo hinstellen. Naja, gut. Dann stelle ich mich einfach mal hier so hin und hüpfe hier so ein wenig durch die Kante. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, denn wir sind nämlich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es geht immer so schnell, unfassbar. Na gut, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet bei FromArch. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.